Anscheinend haben es Luminara und Isla Secura wirklich mit ihren schwebenden Plattformen, denn wir sind mal wieder auf schwebenden Plattformen unterwegs. Und dort haben wir einige Kraftfelder, die wir letzte Folge schon zum Teil deaktiviert haben. Jetzt geht es natürlich noch ein bisschen weiter im Text. Und dafür brauchen wir natürlich Druiden und treffen sollte man dafür natürlich auch können. Das machen wir natürlich jetzt hoffentlich endlich mal, nachdem wir sie endlich mal in die Generatoren gejagt haben, die Druiden. Da ist noch einer. Das könnte wieder so eine Kamerasache sein. Mann, wieso kriege ich das ja nicht getroffen? Ich muss von hier angreifen. Das spawnt immer da hinten, das nervt total. Ayla, könntest du den bitte am Leben lassen? Den brauchen wir noch. Bin ich denn? Bin ich? Ja, er hat es bisher selbst schuld. Hat seine Punkte wieder verloren. Vielleicht sollte ich einfach mal gar keine Taste drücken, sondern einfach so zielen. Ja. Ich habe das Gefühl, das funktioniert besser. Nur, dass ich davon gefühlt jedes Mal sterbe. Oder fast sterbe. Auch hier ist noch einer. Okay. Diesmal ist besser. Diesmal drücke ich keine Taste, sondern diesmal ziele ich komplett mit der Maus. Und das reicht trotzdem nicht. Hat er seinen Machtschuss hier besiegt oder habe ich, oder ist der jetzt irgendwo gegen geflogen? Ist doch die Spawn immer so scheiß Stellen. Nein, du sollst unten bleiben! Hier spawnt er, okay. Geh mal weg da bitte. Was war das denn jetzt? Der war zu dicht am Kraftfeld bestimmt, ne? Ja, war er auch. Komm. Das ist doch ätzend. Ja, die Position ist ja schon besser. Jawohl, endlich. Druck Luminara. Was haben wir hier? Sammelpunkte. Hier? Früher habt ihr Herausforderungen genossen. Das tue ich heute noch. Aber werdet ihr eine darstellen? Aber 104 Sekunden. Ich frage jetzt, wie spawnen die Punkte hier, oder? Muss ich wirklich einfach nur einsammeln beim Multiplayer, weil das schon ganz schön fies hier. Aber ich nehme wieder die Punkte hier, wo ich gut rankomme. Den einen lasse ich jetzt da liegen, den habe ich jetzt versaut. Scheint, als ob ich nicht wirklich so einsammeln muss, aber für den Multiplayer wird das hier wieder ein bisschen schwieriger. Ich glaube, er wird dabei einen anderen Weg nehmen und sich dann die Punkte da holen. Das macht ja auch nur Sinn macht für uns beide. So. Ich ruder fein jetzt. Was soll ich denn hier machen? Ach so. Hä? Ich kann die Quest da, glaube ich, auch beenden oder so. Ach, ist ja egal. Hier oh, krass. Drüben, Droide. Krieg ich den denn besiegt? Ah, okay, ich muss da irgendwas angreifen. Ah, ich muss bestimmt wieder den hier snacken. Ah, ne, oder den hier. Der geht auf. Du sollst den nicht angreifen! Das ist meiner! Die Lösung des Rätsels, der ja, das weiß ich! Geht aber nicht, wenn er runterfällt. Lass ihn. Vorhin geht er aus dem Weg, vor allen Dingen mal. Also. Zwei Jedi sind einer zu viel hier. Och nee, nicht schon wieder so eine Scheißaufgabe hier. Seid ihr dabei, Ayla? Jeder. Nein! Danke, dass du meinen angreifst.
Wir haben trotzdem Platin geschafft. Selbst sie hat Gold, wo sie nur die Hälfte der Punkte knapp hat. Weiter angreifen. Yeah. Okay, hier darf ich nicht weiter. Noch wieder irgendein Droiden. Zum Beispiel den hier. Hab schon wieder einer mit den Minen, ne? Ja, die Minen machen ganz schön viel Schaden. Die hauen ganz schön rein, aber umso besser. Und glücklicherweise bleiben hier noch drei Felsen da. Dass wir auch auf jeden Fall noch rüberkommen. Ist hier was versteckt? Auch ein perfektes Versteck gewesen. Jetzt geht wieder die Punktesammelei los. Danke Kamera, dass du dich auch nochmal so mal schön bewegst. Für den mittleren. Genau, den wollte ich. Ist hier noch was? Nö. Muss ich jetzt weiter da oder da? Ich probiere jetzt erstmal hier. Ich muss sogar hier lang, ne? Oh, ich sehe nicht, wo das Scheißding ist. Die Plattform da, das habe ich nicht gesehen. Das wird jetzt auf jeden Fall was hier. Mit der Kamera in sich besonders. Oh, geil. Und natürlich ist hier auch noch ein Secret. Sehr schön. 26. Wie viel gibt es dort insgesamt? Jetzt muss ich wahrscheinlich darüber springen. Nicht das Lichtschwert weglegen. Ja, sehr gut. Und dabei hat sie selber keins in der Hand. Sehr sinnvoll. Jetzt haben wir das Ganze nochmal horizontal. Ach du Scheiße. Jetzt wird sie aber schon nochmal im Kreis gefahren. Ja, das lasse ich mir jetzt nicht nehmen, die Karussellfahrt hier. Was wird denn da hinten? Was kommt denn da hinten gestörtes? Wie soll ich da rüberkommen? Oder kann ich das anhalten? Das geht doch nie im Leben. So. Scheiße. Nein, scheiße. Ich stand zu weit in der Mitte. Das ist das Problem. Ich würde gerne, genau hier will ich hin. Weil sie ja natürlich wieder nicht weiterläuft, wenn ich auf die Taste drücke. Ich muss hier stehen, weil sonst kriege ich die Punkte dann nicht. Die will ich aber haben. Und wenn ich sage, ich will sie haben, dann hole ich sie mir auch. Da kriege ich gar nichts. Fast 10.000 Punkte. Komm, komm. Reicht das? Reicht das? Nein! Nein! Mann! Ey, die scheiß Pisskamera, ey. Mann, das ist anders. Ja, fast. Ich muss ja wieder, muss ich wieder ein Dings nicht kriegen. Mann, was machst du denn? Ich kann doch einfach in der Mitte laufen. Hä? Was war das denn? Wie wurde ich denn da gerade rumgebackt? Habt ihr das gesehen? Ich stand schon drauf und werd dann einfach wieder zurückgebackt. Warum kann ich sowas nur von online spielen? Das hier ist ein Offline-Spiel, ne? Das
ist kein Online-Spiel, ne? Geh da rauf, er springt darüber. Jetzt backe mich nicht nochmal zurück. Ist kein Spawnpunkt noch da. Hätte es auch immer aktivieren können, ne? Sonst rennen die mir immer nur hinterher und nehmen wir meinen Spawnpunkt. Vorsichtig. Einige der Turbinen sind beschädigt. Ja, sieht man gar nicht. Darf ich hier neben auf die Steine springen? Ich traue mich irgendwie nicht. Aber wir haben es geschafft. Oh, noch haben wir keinen Spawnpunkt wieder erreicht. Immer noch nicht. Doch, jetzt. Ja, jetzt klaut sich wieder mein Spawnpunkt, siehst du? Soll man selber mal was machen, die CPU hier. Wie soll ich mit denen denn holen, ohne zu sterben? Aber wir haben 10.000 Punkte. Sehr schön. Dass ich da nicht mit einem Sprung hochkomme, ist auch peinlich. Wir haben die Brücke fast erreicht. Eure Männer sollen sich bereit machen, uns dort zu treffen. Ja, General. So, wo jetzt lang? Die Richtung, ne? Ja. Was sind das hier für Sprungpassagen hier? Warte. Oh, hier hätten sie auch was verstecken können. Schade. Das wäre auch ein geiles Versteck gewesen. Hier ist der Respawn natürlich wieder ewig weit weg. Auch hier sehe ich wieder nicht ganz genau, wo die Plattform ist. Oh mein Gott! Dreht sich ganz schön schnell, das Ding. Das ist zu schnell für meinen Geschmack. Dafür dauert es aber nicht so lange. Warte! Was soll das? Wir sind da. Los, hinein. Hier sind wir noch nicht. Den Datenschreiber, Commander. Bin dabei. Ich will die Punkte da oben haben. Was soll denn der Mist? Warum springt die da automatisch darüber? Und jetzt natürlich. Macht doch auch noch frei. Was soll der Scheiß? 16 Minuten, aber 10.390 Punkte bisher. Das höchste, was wir bisher hatten. Alle Artefakte bekommen als Top 3 im Zentrum des Sturms. Und damit machen wir weiter. Im Text. Hackt euch in den Hauptcomputer, Commander. Sucht nach Hinweisen, was hier passiert ist. Ein Säuer Blaues. Wir haben Gesellschaft! Haltet sie Kuchen. Von Commander Gree fern! Wir brauchen diese Daten! Zum Angriff! Hä? Das war ja brutal einfach. Dann musst du schon. Die machen so bestimmt auch gleich noch eine Challenge hin. Ich sehe gerade, da oben ist aber noch ein Power-Up. Das gucken wir eigentlich gar nicht. Wir sind nicht auf. Wenn wir einfach so hinkommen. Wir brauchen Verstärkung. Und wie komme ich da ran? Kommen denn noch? Guck mal, so ein Krabbendruide dahin. Ja, das habe ich schon gesehen, das Power-Up da oben. Ich
Ich habe verstärkte Feuerkraft. Wie komme ich denn da hin? Da komme ich doch gar nicht ran, so. Nee, da komme ich nicht hin. So, egal. Irgendwas Schaden zu machen, von daher. Hat den Kohl auch nicht fett. Ich weiß auch nicht, wie da hinkommen soll. Das ist mir irgendwie zu schwierig versteckt. So, was jetzt? Feinde im Anmarsch! Das war ja einfach. Ich stehe unter starkem Beschuss. Mir geht die Munition aus. Ihr müsst sie mir noch kurz vom Leib halten. Deine Zeit ist fast vorüber, Droide. Das nenne ich einen Jedi-Meister. Oh, zwei Challenges. Wir sind gleich da. Machen wir erstmal die hier. Zerstört Droiden nur mit anderen Droiden. Ach nö. Der Sonnenmist hier. Da wird aber auch mal ein Droide spawnen. Eine Herausforderung. Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Kannst du bitte mal da rausspringen? Ich glaube, ich werde keine Freunde mehr mit dem Scheiß hier. Jetzt habe ich nicht lange genug gewartet, oder was? Boah, ich krieg sie die Punkte, sie macht gar nichts. Ah, jetzt haben wir mal 800. Und ich hab sogar noch Platin. Aber selbst mit 240 Punkten kriegst du Platin, okay. Das ist mal wieder sehr komisch. Was ist hier? Droiden besiegen, wie ich will? Jawohl. Das gefällt mir schon besser. Ihr wirkt ein wenig eingerostet, mein... Und ihr wirkt ziemlich undiszipliniert. Was? Ja, wohl stimmt hat, also. Wieso kann sie da runter? Ich weiß, ich staub hier die ganzen Kills ab, aber... Hat sie auch schon ein paar Mal bei mir gemacht, von daher nur fair. Also Multiplayer macht man dann wahrscheinlich am besten einfach einer nach links, einer nach rechts. Boah, 4240 Punkte. Krass, und damit haben wir schon 14.880 insgesamt. In diesem einen Level. Oh mein Gott, ist das geil. Aber hier komme ich auch nicht weiter. Wo komme ich jetzt weiter überhaupt? Hier? Nö. Ist ich hier hoch? Ah ja. Die Droidenarmee wird uns niemals besiegen. Nein, das war das einzige Level. 10 zu 1 in der Überzahl ist. 20 zu 1. Bin dabei. Es geht um die letzten Minuten vor dem Absturz. Sofort, General. Okay, los geht's. Ein anderes Schiff hat hier 11 Minuten vor dem Absturz angedockt. Wem gehört dieses Schiff? Unbekannt. Darüber steht nichts in den Aufzeichnungen. Könnte ein Schmuggler sein. Oder ein Kopfgeldjäger. 6 Minuten später hebt das unbekannte Schiff wieder ab. Spektakulärer Abgang. Öffnet die Frachtliste des Schiffes. Was war das denn? Zwei Gegenstände an Bord. Beides Waffen. Streng vertraulich. Kann es sein, dass eine dieser Waffen die Ursache ist? Falls ja, hat der große Geheimnisvolle sicher die andere. Wartet, da ist noch ein Eintrag. Ist der Pfeil noch da? Dieser ist nur ein paar Minuten alt. Ventress, was sucht diese Sith-Hexe hier? Laut Aufzeichnung hat sie die Selbstzerstörung des Schiffs aktiviert. Wartet nicht, wir sind gleich hinter euch. Raketenmänner, aktiviert eure Düsen. Bewegung! Okay, wir müssen aber warten. Denn wir haben es erstmal das Level geschafft. Alzog 3 Wachdienst mit 14.980 Punkten. Ein Artefakt, was man eigentlich geschenkt kriegt, weil man da ja sowieso hinspringen muss. Und aber nur mit Gold. Was? Das war kein Platin? Da hätte man noch mehr rausholen können. Gut, man hätte die Herausforderung ein paar Mal spielen können. Aber jetzt machen wir erstmal weiter.
hätte wohl kaum knapper werden können. Ventress. Wir hätten wissen müssen, dass ihr das wart. Nicht für mich. Aber ich bin hier, um gründlich aufzuräumen. Ich denke, ich fange mit euch an. Und ich fange mit dir an. Allerdings nicht mehr in dieser Folge, denn die Zeit ist um. Das heißt, die Aufnahmesession ist vorbei. Wir machen natürlich nächste Folge an dieser Stelle hier weiter und besiegen Ventress. Hoffentlich. Wahrscheinlich besiegt sie aber eher uns. Hoffe ich mal nicht. Und ja, deswegen machen wir jetzt erstmal an der Stelle Schluss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis bald und ciao. Die Folge Star Wars The Clone Wars Republic Heroes ist leider schon vorbei. Zur nächsten Folge kommst du, indem du jetzt oben links klickst. Wenn du oben rechts klickst, kommst du zur Playlist, in der du alle Folgen dieses Spiels finden kannst. Und natürlich würde es mich auch freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Dafür kannst du jetzt in die Mitte klicken. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine wunderbare Zeit und möge die Macht weiter mit dir sein. Ciao.